Moin und herzlich willkommen. Ja, was macht man als Unternehmen Anfang der 80er Jahre zur Hochkonjunktur der Videospiele? Und wenn es dann immer noch Eltern gibt, die sich energisch jeglicher Unterhaltungselektronik im Haus verweigern? Na klar, man bringt die Videospiele als Brettspiel in die Kinderzimmer. Ja, Halleluja. Und wie gut oder schlecht das funktioniert hat, das schauen wir uns gleich mal an. Und zunächst werfen wir dann einen Blick auf den Original-Spielautomaten. Viel Spaß dabei. Ja, Donkey Kong kennt, glaube ich, jeder. Hier der Gorilla, der hat ja Marios Bekanntschaft entführt, hält sie oben auf dem Baugerüst gefangen. Mario versucht da hochzuklettern. Der Affe, der wirft dann hier entsprechend mit Fässern um sich. Mario kann darüber springen oder die mit dem Hammer zerschlagen, wenn er den Hammer denn aufgesammelt hat. Naja, und wenn er oben angekommen ist, dann ist das Level beendet. Ja, und das hat man dann als Brettspiel umgesetzt. Und jetzt sehen wir auch, wie. Ja, Donkey Kong als Brettspiel, lustig wie das Spielhallenspiel, ja klar, MB 1983 für Kinder 7 bis 14 Jahre, 2 bis 4 Spieler. Wir schauen mal rein, und zwar das Spielbrett sieht aus wie der erste Level von Donkey Kong. Ja, ganz klar. Hier auf oben ist eine Beschädigung, die lässt sich nicht vermeiden. Hier wird immer so ein Donkey Kong draufgeklippt. Und ja, das sind so Sachen, die mir nicht so gefallen bei so einem Spieldesign. Also da sind die Bordschäden schon vorprogrammiert. Wir gehen mal ans Innere. Haben wir eine Anleitung, die einige Lücken hat. Da muss man ein bisschen improvisieren oder sich selbst Regeln ergänzen. Um das sauber spielen zu können, dann haben wir ganz viele kleine Fässer. Ein Donkey Kong, den wir noch zusammenbauen müssen. Dann haben wir hier vier kleine Marios. So sehen die aus. Das alte Design natürlich noch, nicht das neue knuddelige. Dann haben wir hier noch Feuerkugeln, vier Stück insgesamt. Zwei Würfel, einen normalen Würfel und einen Sonderwürfel. Und dann haben wir ganz viele Spielkarten. Ich baue das mal auf. Ja, aufgebaut. So sieht das aus, und zwar ziemlich genau wie der erste Level von Donkey Kong. Donkey Kong habe ich zusammengebaut, der steht hier oben, der hat jetzt ein extra Feature. Ich drücke mal auf den Arm und hey, der schmeißt Fässer. Gesehen? Wahnsinn, wie beim Automaten. Auch blöd, ne? Das passt nämlich so nicht in die Verpackung. Das muss man jedes Mal auseinanderfummeln und läuft immer Gefahr, dass da irgendwas abbricht. Finde ich nicht so gut, aber sieht wie Donkey Kong aus auf jeden Fall, und die Marios, die sehen auch wie Marios aus. So gewürfelt wird mit zwei Würfeln hier. Der rote, das ist immer für die Spielfigur. Ich setze die mal einen Fantasiewert nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5 beispielsweise. Käme man dorthin, das ist ein roter Punkt, darf man sich hier noch so eine Karte vom Stapel nehmen. Aber ich gehe jetzt mal weiter. Ich gehe noch ein Feld weiter, um was anderes zu zeigen, denn im zweiten Zuge werden dann hier diese Fässer um diese Anzahl weitergesetzt, also 1, 2, also mal bergab, 3, 4. So bei 3 findet eine Berührung statt, und jetzt kann der Mario hier seine Hammerkarte einsetzen, dreht die um und hat die 300 Punkte damit verdient. Das Fass kommt weg. Ja, und da muss man jetzt hier wirklich 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, da rutscht es die Leiter runter, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 und ein neues Fass hinsetzen. Dann wäre der nächste Spieler dran. Wenn jetzt hier Mario auf dem Fass trifft und keine Karten mehr hätte, dann verliert er seine Punkte, die er erreicht hat, musste je nach Spielsituation dann zum Beispiel an einen anderen Mitspieler abgeben. Naja, so wird reihum gewürfelt, man sammelt die Punkte, und wenn einer hier oben angelangt ist, ja, dann ist das Spiel beendet und dann werden die Punkte zusammengezählt. Das ist so in etwa das Spiel. Und ob das was taugt, das schauen wir uns jetzt in Action an. Ja, und das sieht doch sehr wie der Automat aus. Richtig knuddelig, optisch gelungen, allerdings spielerisch leider nicht. Da spielt sie nämlich irre nervig und zäh, wenn man den Großteil der Zeit damit beschäftigt ist, hier stumpf irgendwelche Fässer durch die Gegend zu schieben. Also das ist nicht gut designt, da muss man die Regeln ändern. Also so in der gedachten Form für Kinder, glaube ich, auch nicht spaßig, genauso wenig wie für Erwachsene. Bleibt die Frage, als Sammelobjekt für Videospielfans, taugt das da was? Und da würde ich sagen, ja, doch. Guck mal, wie das aussieht. Offizielle Lizenz, das erste Donkey Kong Spiel mit Mario auch noch dabei, Charaktere, die bekannt sind, und wenn man sich überlegt, für was für ein Mist hier Nintendo Fanboys sonst noch ihr Geld ausgeben, also dann aus der Sicht würde ich sagen, wenn man das mal sieht, für einen vernünftigen Preis, das kann man sich ruhig mal wegstellen.
Ja, das soll zu dem Spiel dann auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei gehabt. Und hier sind ja noch ein paar Kartons. Vielleicht schaue ich mir das eine oder andere Spiel für euch nochmal an. Bis dahin vielen Dank fürs Interesse. Alles Gute. Macht's gut. Bis bald. Ciao.